Oh, Kamikaze. Sehr schön. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Wir werden uns jetzt die Story-Mission New Eden gönnen. Mal schauen, was uns da erwartet. Aha. Also mit dem Buch kommen wir auf jeden Fall rein. Wir sind das erste Mal nicht reingekommen hier bei Ihnen. Das Buch bekommt ihr in einer Story-Mission, die nennt sich Die Prophezeiung. Werde ich euch auf jeden Fall oben markieren in der Infokarte, dass ihr mal seht, woher ihr das Büchlein hier bekommt. So, jetzt werden wir den Kollegen hier mal folgen. So. Aha. Oh, wie gerne würde ich das jetzt schlachten für Fleisch, wa? Also ich wäre Zahnräder. Auf jeden Fall hapert es ja nicht an Nahrung. Müssen wir mal später mal einen Abstecher machen und hier alles auseinandernehmen. So, dürfen wir jetzt hier hin? Du bist anders, als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Aha. So, dürfen wir also für den verrückten Spinner jetzt was erledigen. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Mitglied von New Eden quatschen. Bin mal gespannt, was wir... Aha, ich sehe schon wieder Zahnräder, die sind wichtiger. Ich erkenne das Zeichen an dir. So. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Jo. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Gut. Sogar diese versenkte
Verlasse das Anwesen. Dann werden wir erstmal jetzt hier rausdackeln und mal gucken, was wir da machen dürfen. Hallo. Hallo. Hi. Ah! Trifft die Auserwählten. 2 Kilometer weg. Ja, kein Boot oder irgendwas da war. Ich hab. Oh, wo? Warte mal. Aha! Ja, schön dunkel. Alter Schwede. Ja, das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. Ah. Alter, lass den in Ruhe da. Der will mit mir handeln. So. Haben wir hier gleich noch eine Karre, womit wir weiter können. Wunderschön. So, da krieg ich jetzt aber auch Rabatt, oder? Sicher nützlich. So, weiter geht's. Ich habe gehört, 2 Gruppen von Sündern haben sich wegen Kim Rice Ethans Botschaft sagte, du würdest. Aha! Ich habe aber keinen Bock auf Pfeil und Bogen jetzt hier eigentlich. Viele haben versucht, die Flamme von Eden zu entzünden. Sie alle sind gescheitert. Viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade. Unsere einzige Chance, gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen, ist, sie heimlich und mit List auszuschalten. Wir haben eine Waffe mitgebracht, die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist. Bitte ziehe sie in Betracht. Die Auserwählten werden dir helfen. Nun folge mir. Oh, werden wir wohl doch den Pfeil und Bogen mal ausprobieren müssen. Ja. Das ist die richtige Waffe für diesen heiligen Auftrag. Ja, dann werden wir jetzt mal den heiligen Auftrag annehmen und endlich mal jetzt zu Ende bringen. Ich glaube, heute erlebe ich, wie Geschichte geschrieben wird. Der wäre eine Scheiße, Quatsch, der Junge. So, Jungs, wo seid ihr? Mike, das hier jetzt alleine oder was? Aha! Gar nicht so schlecht. Nicht schlecht. Guck mal ihn an. Gefällt mir. Wunderschön. Also langsam finde ich echt gefallen an der Waffe. Oh. Okay, wir müssen ein bisschen sneakiger spielen hier.
Wo haben wir? Ah ne, hier ist irgendwo noch jemand. Oh. Scheiße. Oh, voll durch die Beine. Ja, moin. Und daneben. Na, sag mal. Ey, ich krieg Macken, wa? Okay, wir brauchen Feuerkraft. Ach, der ist noch hinter dem Stein, okay? Mann! Jetzt reicht's mir, wirklich. Der ist wirklich nicht schlecht, der Bogen, wa? Ja, kann ich aber auch. Hier. Komm schon. Komm hoch. Wir machen weiter. Mann, was steht denn mir auch in der Schusslinie? Was als nächstes kommt. Wir sind weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen.
Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünder, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. Quatscht eine Scheiße hier zusammen, ey. Na gut, dann werden wir mal runtergehen da. Aha, das sieht danach aus, nach dem, was wir suchen. Zeig doch. Zerstöre die Blissrohre. So, wir haben mal die komischen Rohre hier zerdeppern. Ich hoffe, wir schnell hoch. So, wo ist Nummer 3? Aha! Rattenfleisch! Sehr schön! Kommen wir jetzt hier auf die Schnelle auch mal wieder hoch, oder was? Aha! Entzünde das Bliss. Achso, wegen Molotov, okay. Aha, ich verstehe. Und tschüss. Ach komm, weil es so schön ist. So Jungs, habe ich gemacht. Okay, ja, wir reden jetzt erstmal. Sünder. Oder vielleicht auch nicht. Der Vater wird wissen, wie wir dich nennen sollen. Nicht einmal Ethan hat das geschafft. Du musst derjenige sein, der Josephs Prophezeiung erfüllen wird. Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten. Aber sei dir sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast. Alle in Ueden werden erfreut sein. Ja, freut mich. Zeitgleich haben wir auch Edens Feuer, die Story-Mission Edens Feuer abgeschlossen. Die nächste Story-Mission ist Bliss zum Morgengrauen. Die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns mal zur Brust nehmen und mal schauen, was da alles so passiert.